Einen wunderschönen Donnerstagnachmittag. Nö, der Donnerstagnachmittag nach dem 1. April. Ich hoffe, ihr habt den 1. April alle wunderbar verbracht und habt euch nicht ärgern lassen. Ich finde den 1. April ja immer etwas. Om nom nom. Nein, ich finde ihn immer etwas nervig, weil es immer irgendwelche Leute gibt, die es übertreiben und meinen, sie müssen auf Teufel komm raus unbedingt einen April-Scherz machen und das geht mir auf den Sack. Mal schauen. Heute, wenn ich aufnehme, ist noch 1. April. Ich bin gespannt, was mich noch so erwartet. Ich hoffe nichts. Ich muss noch arbeiten nachher. Aber ich glaube, nein. Nein, ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, was wir tun müssen. Ich redete von. Hier war ich schon. Gewissen Druckplatten, die ich unterwegs mal irgendwo erspäht habe. Aber nicht mehr weiß wo. Wird außerdem bestimmt gleich dunkel, ne? Ja, gleich. Gleich. Da hinten ist, war eine Kiste, an die ich nicht rankomme, weil ich darf ja nicht. War ich an der von unten? Ne, das geht ja auch nicht. Die geht ja einfach nicht auf. An der war ich dran. Ich höre Lava. War ich in der Höhle da schon? Ist das überhaupt eine Höhle? Oder ist es einfach nur, also, eine angelegte Höhle? Es ist schon eine Höhle. Ist es eine Kiste? Hier war ich noch nicht. Alles klar. Aber. Hallo. Hier ist Glas. War das schon. Hallo. Habe ich gar nicht gesehen von unten. Was ist denn da oben? Komme ich da hoch? Nein, da komme ich nicht hoch. Schade. Schade eigentlich. Der Baum hier macht Freischwimmer. Da komme ich auch nicht hoch. Nein. Ich könnte jetzt schummeln und eine Fackel aufstellen, aber so ist das ja nicht gedacht hier. Hier komme ich auch nirgends hoch. Nein. Och Manno, keiner lässt mich. Warum ist hier ein Baum unter Wasser? Das Gefühl, wir müssten da irgendwie unten hin. Nur wie ist die Frage? Hier kommt man hoch. Ich gehe gleich voll ein auf den Latz, glaube ich. Es war auch irgendwas mit diesen. Mit den Steinen, ne? Ich kann da irgendwie hoch jump'n'run. Ich könnte, wenn ich jump'n'run könnte. Nicht so richtig. Oh Gott. Ich sehe mich schon so richtig auf die Fresse fliegen. Da komme ich ja von hier nicht hoch. Oh. Jetzt wird es dunkel, ne? Das ist die Sonne. Scheiße. Wenn ich runterfalle, dann. Oh, hier kann ich. Guck mal. Nein. Bringt mir das was? Ich gehe schlafen. Ich kann dann hier gleich wieder hochschwimmen. Oha. Wenn ich mir merke, wo es war. Ach ja. Bettchen, ich komme. Ich eile, ich möchte dich anwärmen. Und natürlich nicht vergessen, die Tür zuzumachen und schlafen zu gehen. Ich habe jetzt mal keine gute Nachtgeschichte erzählt, das dauert zu lange. Außerdem bin ich kein guter Geschichtenerzähler. Die Richtung, ne? Da geht man einmal schlafen und weiß schon nicht mehr, wo man hergekommen ist. Muss eine gute Feier gewesen gestern Nacht. Gewesen sein gestern Nacht. Wörter. Wörter aus meinem Mund, die Sinn ergeben. Kann ich jetzt einfach hochschwimmen? Ich kann. Hallo. Oh. Ah, ja. Aber. Irgendwie. Es bringt uns nicht so viel weiter, ne? Doch, ich könnte darüber und dann da. Ich könnte. Oje. Heilige. Schöne Sache. Nein. Aua. Ja, machen wir nochmal. Das war so geplant. Aua, das war auch voll so geplant. Und das auch. Ich würde jetzt gerne hoch hier. Ohne zu ersaufen. Schneller. Warum ist die Musik jetzt eigentlich wieder aus? Im Menü hat die eben so schön geplänkelt. Ich bin traurig darüber, liebe Minecraft-Musik. Dass du mich so im Stich lassen kannst. Ich habe gar nicht das zweite Mal Leertaste gedrückt, aber anscheinend schon. Hier ist Lava. Mr. Lava Lava und so. Oh mein Gott.
Dass ich den jetzt auch schon bringe. Da komme ich so nicht ran, glaube ich. Ich glaube, dass ich meinen Arm einen Zentimeter zu kurz für. Vielleicht doch zwei. Ich darf ja nichts wegmachen, ne? Ach shit, ich hätte mal was da lassen sollen. Oh shit. Ich gehe mal kurz ein paar Sachen in die Kiste tun. Ist mir doch ein bisschen zu heiß da oben. Oh, habe ich eigentlich schon entschuldigt, falls ich ein bisschen huste. Ich bin ein bisschen erkältet heute. Also, was heißt erkältet? Ich habe einfach einen Husten. Ich bin heute Morgen aufgewacht und machte... Also, naja, nicht direkt unbedingt so, aber... Ich möchte das jetzt hier nicht nachmachen. Das gehört sich nicht. Ein bisschen was zu essen hier lassen. Ein bisschen Essen sollten wir mitnehmen. Irgendwie so ein Schrott. Keine Ahnung. Ach, wir haben... Kann ich die da eigentlich... Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Achso, nee, da muss ich ein... Da muss ich hier einen Schalter hinmachen. Alles klar. Was war hier? Achso, hier war eine. Aber das kriege ich ja nicht da. Nee, mein Minencart kann ich da jetzt nicht hin. Aber ich glaube auch nicht, dass das funktionieren würde. Oh doch. Ein Traum. Warum habe ich das nicht eher probiert? Ha! Guck mal! Super! Oh mein Gott. Generator online! Old man! You did it all! You did it! All the generators are online. Naja. Ich wollte das noch vorlesen. There seems to be a problem, though. Come back and talk to me quickly. Ja, das sieht irgendwie nicht gut aus. Aber ich möchte da... Jetzt trotzdem nochmal, wo war das da hinten? Da war noch irgendwas. Da möchte ich nochmal hin. Hab ich jetzt alles? Jetzt habe ich wieder zwei Gold im Inventar. Ach, Gabel. Krieg deinen Shit mal zusammen. War das gerade ein Huhn oder ein Creeper? Das war immer noch das Huhn. Wir müssen ja nicht unnötig alles mitnehmen, ne? Den brauche ich, glaube ich, hier auch nicht. Brauche auch nicht 8 Scheiben Brot. Darf ich eh nicht benutzen. Ich kann hier bleiben. Ich weiß gar nicht, warum ich es hier lasse, weil im Endeffekt, ich sitze auf meinem Kopfhörerkabel. Es ist sowieso total Wumpe. So, jetzt nochmal. Ich wünschte, ich hätte einen Eimer mit Wasser dabei. Apropos Brot. Om nom nom. Nach dem Achievement gönne ich mir das mal. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich gleich mein Diamond-Schwert verliere. Ich hätte das vielleicht auch da lassen sollen. Aber who cares? Ich lebe gerne gefährlich. Ist da doch. Eigentlich nicht, aber... Das war zu weit. Das war auch zu weit. Wir üben das heute noch. Ich mach das nicht so oft. Zumindest nicht im echten Leben. Wobei ich ja sagen muss, dabei muss ich ja dann hier an Parcours denken und so. Scheiße, schon wieder runtergefallen. Das finde ich echt cool. Wenn man das kann, ist es schon... Es sieht schon geil aus, ne? So. Aber, also... Selbst wenn ich körperlich dazu in der Lage wäre, hätte ich einen unglaublichen Schiss bei der Sache. Ich bin Schisser vom Dienst. Mindestens. Oh mein Gott. Ich will ja nur zu dieser doofen Kiste da hinten hin, ne? Und das... Achso, das brauchen wir für das Ding da hinten, ne? Wenn ich mich hier runterfallen lasse, bin ich dann tot? Reicht das? Nö. Perfekt. Super, haben wir ja doch was geschafft heute. Ha! Ihr habt gedacht, ich finde das nicht mehr raus. Aber wir hatten hier immer noch irgendwo eine Druckplatte, von der ich nicht weiß, was sie tut. Und jetzt sitze ich schon wieder auf meinem Kopfhörerkabel. Was ist denn das? Warum ist das Kabel denn so lang? Die möchte ich jetzt eben nochmal suchen. Das Ding. Das kommt hier so lange rein. Noch was essen. Das andere Brot doch mitnehmen. Das war irgendwo... oben im Grün. Oder so?
Weiß das noch jemand? Kann sich da jemand mir zuliebe dran erinnern? Naja, hier auf jeden Fall nicht. Hallo? 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 Oder bilde ich mir das jetzt ein? Hab ich davon geträumt? Aber letztes Mal habe ich auch schon davon gelabert. Hier geht's doch nirgendwo ins Grüne. Da komme ich nicht hoch. Und da war ich vorher oben nicht drauf. Und was war hier? Da war ich oben, aber da ging es nicht unbedingt irgendwo hin, ne? Nö. Einfach nö. Guck mal, ne? Die war ja vorher, glaube ich, nicht da. Die nehme ich einfach mit. Auch wenn ich das gar nicht darf. Alter, was der Typ hier für einen Hunger hat. Ich sollte nicht so viel sprinten. Sprinten und springen. Die beiden S-Wörter. Nicht gut. Sogar beide... Nee. Alles gut. Alles gut. Dahinter war jetzt nichts. Kann ich da hochschwimmen? Beziehungsweise würde mir das bringen, wenn ich da hochschwimme? Nein. Einfach nein. So. Kinas. Da hinten lang. Dürfte ich wahrscheinlich gar nicht hoch, weil ich da über die Kiste hochgesprungen bin. Der hat alles so gut ausgeplant hier, dann würde er das auch wegmachen. Höhlengeräusch. Auf jeden Fall war jetzt hier irgendwo eine Druckplatte. Da. Aber, Moment. Das hat ja eben schon so gut funktioniert. Ich habe Angst. Nice work finding the secret chest. 1 plus 1 gleich 2. Super! Gedächtnis, du bist manchmal doch ganz gut. Vielleicht sollte ich mich mit dir... Nicht sprinten. Vielleicht sollte ich mich mit dir anfreunden. Hier lang. Lang. Mit K. Naja. Dann fahren wir doch jetzt mal zurück. Unsere Sachen nicht vergessen. Ach, das Hühnchen gibt mir auf den Sack. Ich will hier zumachen. Das möchte ich mitnehmen. Das. Das... Das auf jeden Fall. Das brauche ich. Komme ich nicht drum rum. Was kriege ich denn sonst noch so mit? Kriege ich alles mit? Boah, dann kann ich gleich wieder was in meine Dings tun, ne? Oh Gott, wie war denn das hier? Ich habe Angst. Meine Güte. Das können wir doch nicht mehr machen. Da habe ich mich doch schon lange nicht mehr daran erinnert, dass das hier so aussieht. Ich will nicht. Aua. Ja. Aua, 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 aua. Ich sehe das in einem Knacks enden. Hier unten ist ein Minenkart, aber das ist nicht das, was wir... Mit dem sind wir gekommen? Kann ich das mitnehmen? Ich nehme das mal mit. Einfach nur so. Achso. To go back to Mendla, bla, 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 bla. Alles klar. Zack. Boop. Oh ja, ich erinnere mich, das ist immer so schön laut. Bei dem Wort laut schrie ich auch gleich rum. Huch. Schrote ich gleich rum. Ich schrote rum. Ist das, steht das im Duden? Sollte ich mal ein Ei? Das irritiert mich. Hilfe. Fahre ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Ja. Tock. Und. Holy fuck! Das war jetzt aber Glück, dass ich da nicht reingefallen bin, oder? Ah. Sonst sind wir immer woanders angekommen, ne? Sonst sind wir immer... Nee. Ehrlich? War das da vorher auch schon? Angst. Wie war denn das jetzt? Wenn die leuchten, sind die an? Aber es war ja irgendwie ein Problem. War ich jetzt überall schon? Ich war hier noch nicht, ne? Achso, Authorized Person Only, darf ich dann ja gar nicht.
Ich habe so lange nicht gespielt, dass ich keine Ahnung mehr habe. Ich gehe jetzt erstmal mein Zeug in die Kiste bringen und den Block, glaube ich. Achso, das sind einfach nur. Es ist dunkel. Dann gehe ich doch nochmal pennen. Schlafi, schlaf machen. Achso, Schlafi, schlaf kann ich auch hier drin machen, ne? War hier auch eine Ender-Chest? Ja. Ein Traum dann erst. Ach Gott, was ich alles drin habe. Warum habe ich die CD eigentlich mitgenommen? Das hier rein. Oh, wir haben schon ordentlich, ne? Muss ich ja mal sagen. Hier noch so ein Brot mitnehmen. Ach so, das ist irgendwie so ein anderes, besonderes Brot. Hier in die Kiste kann der Scheiß rein. Und das hier. Und du kommst. Bin der Meinung, ich dürfte dich gar nicht dabei haben. Jetzt habe ich die Minenkarre mitgenommen. Egal. Zack. Die Kürbisköpfe. Komm hier rein. Das ist ungut. Jetzt habe ich keinen Platz mehr in der Kiste. Warum habe ich eigentlich einen Fishing Rod dabei? Weil ich die auch wahrscheinlich da gefunden habe, ne? Warum habe ich jetzt den gekochten Fisch? So rum sollte das sein. Gute Nacht. Ja, was ist jetzt anders? Ich weiß nicht mehr, warum ich das tun wollte, getan, getuten habtet. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hallo. Aber da ist ja jetzt auch nicht plötzlich durch Zufall auf einmal ein neues Schild aufgeploppt, oder? Wird der einen Hunger hat hier? Wahrscheinlich hätte ich da sterben sollen und alles wäre für die Katz gewesen. Ach, guck mal. Ach, das ist runtergefallen. Great. You turned on all the outposts and the cooling system. Come back and talk to me upstairs quickly. Ach so. Wir lesen gerade das Klammerwort. Warum habe ich jetzt schon wieder einen Minenkarren im Winter? Ich stehe da eben auch schon. Wahrscheinlich. Glaube nicht, dass ich den jetzt irgendwie zauberhaft herbeigeführt habe. Naja. Absterisch. Hallo. Bist du neu? Nein. Das hier ist neu. Hier ist ja nichts Neues. Nee. Das hatte ich schon. Das nicht, alles klar. Okay, with this axe you are allowed to cut white bark logs. Ui, da müssen wir ja aber nochmal zurück. Weil da war nämlich Mano, I don't get. Cut the birch like no one's business. Old Man's Diary. By Ben. Finally you know the old man's name. Ben. Bestimmt der Ben von Lost. Naja, you're too late. This village is plagued by a demon. We managed to keep it locked away through the power of our force field. The outpost you turned back on helped power the force field. It was powered down for too long. Now the demon will get out. To go to the soul station, clear the debris to get through. Maybe we still have enough time if you're fast enough. What a mess you've caused. Das hört sich nicht gut, aber wir haben neues Gold. Wir können jetzt. Ich bringe das unten nochmal in die Kiste. Dinge. Also Holz. Birkenholz kaputt machen. Was mich an der Kiste näher bringen würde, die da hinten bei der Dings steht. Ich jetzt aber nicht weiß, ob ich da jetzt gleich hingehe oder ob ich einfach im Nachhinein nochmal schaue. Ach, Menno. Das war so, 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 so. Was kann ich denn mal rausnehmen? Ach, komm her hier. Wobei, wie geht's denn unserer. Wir haben gar keine Schuhe an. Warum haben wir keine Schuhe an? Roboter haben wir auch nicht, ne? Ich möchte gerne das. Bevor wir einerseits in das Diary reingucken, ich hoffe mir wahrscheinlich sehr viel davon, dass ich da reingucke. Und bevor wir Dinge tun, wie.
den versuchen, den Dämon aufzuhalten. Würde ich sagen, haben wir für heute das Folgenende erreicht. Wir können ja nochmal hier. Wie hießen die Dinger nochmal? Ich habe vergessen, welchen Namen wir denen gegeben haben. Hier durch unseren Schlitz gucken. Wir müssen ja da hinten auch schließlich noch das Ding vervollständigen mit den Bedrock-Blöcken. Stelle ich mich ganz episch einfach hier um so hin und sage, hey, mein Volk, und bedanke mich bei euch mal wieder fürs fleißige Reinschauen und so, ne? Also, was man halt so, wenn man so Danke sagt, was man so macht und so. Jetzt hat mein Handgelenk geknackt. Und freue mich aber drauf, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Oder wann auch immer. Vielleicht auch gleich. Vielleicht guckt ihr das ja in 100 Jahren, und in 100 Jahren gibt es YouTube immer noch und die Menschheit ist noch nicht untergegangen. Naja, bevor ich auch weiter Unsinn erzähle, verabschiede ich mich einfach bei euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.